Es ist 8:55. Wir sind mit diesem Thema sexualisierte Gewalt nicht fertig, weil wir damit nicht fertig werden können. Ja, einen guten Abend auch meinerseits. Ich finde es sehr gut, dass diese Veranstaltung im Raum der Universität stattfindet. Ich halte zwar die Katholische Akademie in Freiburg für sehr unabhängig, aber ich bin gleichzeitig auch fest davon überzeugt, dass die Aufarbeitungsprozesse bezogen auf die Kirchen nur funktionieren werden, wenn sie von extern geleistet werden, was eben auch einschließt, dass man für die entsprechende symbolische Ordnung sorgt, das heißt, in die Universität geht. Ich habe ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten mit sozusagen in Absprache vereinbart und würde mich gerne darauf begrenzen, einige sehr grundsätzliche Hinweise bezogen auf den Aufarbeitungsprozess, bezogen auf beide Kirchen, bezogen auf die evangelischen Kirchen, rede ich mal einfach im Singular, aufzuwenden. Man muss zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass spätestens um die Jahrtausendwende, also um 2000, in internen Kreisen der Skandal des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen bekannt war. Spätestens. Möglicherweise kann man sogar noch weiter zurückdatieren, da die entsprechenden Studien aus Irland und den USA bereits in die Öffentlichkeit gelangt waren. Im Jahr 2002, um die Zeitverzögerung zu schildern, gab es eine Anfrage der Presse an Kardinal Lehmann, ob man mitteilen könne, wie viele Missbrauchstäterfälle es im deutschsprachigen Raum innerhalb der katholischen Kirche gäbe. Kardinal Lehmann hat damals über die Deutsche Bischofskonferenz mitteilen lassen, das sei ein amerikanisches Problem, in Deutschland gäbe es ungefähr 50 Fälle. Schon bezogen auf die Erzdiözese Freiburg wird man sagen müssen, dass damals deutlich mehr Fälle bekannt waren in der Bistumsleitung. Also man sieht, wie lange man gemeint hat, dass man das Problem tatsächlich verdrängen konnte. Im Jahre 2008 hat der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Robert Zollitsch, 2008 von 2 Fällen gesprochen. Das ist in seiner Autobiografie entsprechend autorisiert bekundet worden. Man muss klar sagen, wir stünden immer noch da, wo wir im Jahre 2000 waren, und vor allem stünden die Betroffenen von sexuellem Missbrauch da, wo sie im Jahre 2000 standen, wenn nicht die Betroffenen entsprechend aktiv geworden wären und das Ganze mit Unterstützung der Presse. Beide Kirchen, bezogen auf die evangelischen Kirchen äußere ich mich etwas vorsichtiger, beide Kirchen wussten um das interne Problem und sind nicht aktiv herangegangen. Wo stehen wir derzeit? 2018 erschien die sogenannte MHG-Studie bezogen auf den katholischen Bereich. Das war eine auf Gesamtdeutschland bistumsübergreifend gearbeitete Studie. Die Zahlen, die damals geschildert worden sind, will ich hier nicht wiederholen. Das Dunkelfeld ist extrem groß. Es gibt eine Studie von Fegert, dem Kinder- und Jugendpsychiater aus Ulm, der ganz andere Zahlen sozusagen hochrechnet, als die MAG-Studie präsentiert. Das hängt eben mit einer mangelhaften Aktenführung zusammen, damit zusammen, dass Betroffene sich teils aus gut verständlichen Gründen sehr, sehr spät erst melden. Man muss auch von einer enormen Dunkelziffer von längst verstorbenen Betroffenen sexueller Gewalt rechnen. Wie die tatsächlichen Fallzahlen sind, müssen wir entsprechend abwarten. Vielleicht kommt noch mal eine entsprechende Dunkelfeldstudie. Bezogen auf die evangelischen Kirchen wird man sagen müssen, ich will da nicht ungerecht sein, aber vielleicht hat man gedacht, man könne sozusagen im dunklen Fahrwasser der katholischen Kirche das eigene Problem unkenntlich machen. 2024 die sogenannte Forumstudie erschienen, die das gleiche Problem an die Öffentlichkeit getragen hat. Wenn man die Fallzahlen nimmt, das ist ein bisschen spekulativ, Fallzahlen und damit auch Täterzahlen, wird man ungefähr von gleichwertigen Zahlen ausgehen dürfen. Bezogen auf die Kirchen ist ganz klar zu sagen, Missbrauch ist
kein katholisches Problem, aber, was ich auch mit Nachdruck betone, das zum Argument jetzt möglicherweise machen zu wollen, zu sagen, die anderen haben doch das gleiche Problem, ist sicherlich aus katholischer Perspektive fatal und eine Ohrfeige ins Gesicht der Betroffenen. Was haben die bisherigen Studien ergeben? Zunächst einmal wird man sagen müssen, und das geht über die Kirchen hinaus, das betrifft alle sozialen Felder, Sport, Therapieeinrichtungen und so weiter. Sexuelle Gewalt geht immer auf den Missbrauch von Macht zurück. Das ist schlicht und einfach Machtmissbrauch. Es gibt spezifische kirchliche Faktoren. Im kirchlichen Bereich redet man nicht so gerne von Macht, sondern eher von Dienstgemeinschaft und so weiter. Meine These lautet, dass das am Ende eine Verschleierungstaktik darstellt, um davon abzulenken, dass wir selbstverständlich auch in der Kirche als einem sozialen System Machtverhältnisse herrschen. Altersunterschiede, die Struktur des gesamten Systems, und das gilt konfessionsübergreifend, die Zuschreibung einer besonderen Autorität im katholischen Bereich der Priester, von ganz oben, also ganz oben ausersehen, die Funktion Christi zu übernehmen, ob der evangelische Pfarrer tatsächlich eine weniger ausgeprägte Autoritäts- und damit Machtstellung hat, wage ich erheblich zu bezweifeln. Ich habe vor einigen Wochen das erste große Gespräch mit Verantwortlichen hier in Baden-Württemberg aus den evangelischen Landeskirchen geführt. Da waren wir uns doch sehr einig, dass es natürlich Unterschiede gibt, aber diese Unterschiede sind nicht tatsächlich relevant. Es geht immer um die Frage, wem wird in einem sozialen System Macht oder theologischer gesprochen ein Charisma, eine besondere Amtsautorität zugesprochen. Und das wird vermittelt über die Funktion und darüber resultieren so Sätze wie, ein Priester tut das nicht, wenn dann doch Dinge auffallen, auffällig werden. Zweiter Punkt, durchaus auch im eigenen Interesse, im Moment gibt es die deutliche Diskussion darüber, ob man neben der sexualisierten Gewalt nicht auch über spirituellen und geistlichen Missbrauch reden sollte. Ich bin strikt dagegen, diese Termini überhaupt zu gebrauchen. Warum? Es ist zwar nachweislich so, dass es Täterstrategien gibt, die abzielen auf religiöse Bedürfnisse von anderen Menschen, diese Menschen für sich vereinnahmen, sodass es im Gefolge zu sexualisierter Gewalt kommt. Aber diese Täterstrategien zielten immer bereits darauf, Menschen missbräuchlich gefügig zu machen, ich rede noch nicht von Vergewaltigung, sodass dieser Bereich des Religiösen, des Spirituellen, was Menschen haben, das ist ja alles sehr unbestimmt inzwischen, eigentlich immer nur dazu gedient hat, den eigenen Interessen vorarbeiten zu wollen. Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit solchen ausdehnenden Begriffen, weil niemand so richtig bisher definieren kann, was eigentlich genau spiritueller, geistlicher Missbrauch ist. Klar ist nur bezogen auf die kirchlichen Systeme, dass es hier Überschneidungen gibt, dass es vor allem dann, wenn es zu intensiven Kontaktaufnahmen bezogen auf religiöse Bedürfnisse des Menschen, von Menschen gab, auch von Kindern und Jugendlichen, dass diese Kontaktaufnahmen missbrauchsbegünstigend waren. Für den katholischen Bereich lässt sich das ganz leicht sagen, viele Kontaktaufnahmen sind schlicht und einfach über die Sakristei erfolgt oder über Gruppenzusammenhänge, Ferienlager und so weiter. Und immer ist es sozusagen die Autorität der dann missbräuchlich werdenden Person oder das Charisma dieser Person, die andere in ihre Abhängigkeit hineinziehen, sodass dann Missbrauch möglich wird. Vielleicht noch eine sozusagen sehr grundsätzliche Bemerkung. Ohnehin wird man sagen müssen, dass die sozusagen deutlich geringere Anzahl, ich bin mal etwas vorsichtig, weil es da keine belastbaren Studien gibt, von Taten, die durch kernpädophil fixierte Männer verübt worden sind, also von Männern, die auf Kinder, Jugendliche fixiert sind, unter 14 Jahren eher den geringeren Anteil bilden. Sondern viele Taten sind willkürlich geschehen
ohne dass eine sozusagen kernpädophile Fixierung der Täter vorhanden gewesen ist. Ich komme zu meinem nächsten Punkt, einer der heikelsten Punkte. Sexuelle Gewalt an Minderjährigen kann sich teils im Verborgenen ereignen, sodass die auch nie bekannt wird. Aber schon deshalb, weil es Reaktionsmuster von Missbrauchten gibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt keine Auffälligkeiten im sozialen Feld gegeben hat, im familiären Kontext und so weiter. Fast alle Studien, Einzelstudien zeigen, dass den Betroffenen teils kein Gehör geschenkt wurde, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Immer wieder wird das geäußert. Oder aber eng damit verbunden, sich eine Kultur der Verschwiegenheit gebildet hat. Das ist vermutlich das, was am gravierendsten dann auch in die sozialen Verhältnisse eingreift, wenn klar geworden ist, der Pfarrer, ich unterscheide mal nicht, missbraucht und es wird verschwiegen, dass damit das gesamte soziale System betroffen wird. Irgendwann greift die Logik, dass überhaupt niemand mehr darüber spricht und die Leidtragenden am Ende sind die Betroffenen von der sexualisierten Gewalt. Bis dahin, dass die Betroffenen ausgegrenzt werden in den Gemeinden, in der Stadt und nicht die Täter belangt werden. Das lässt sich sozusagen aus Einzelfallstudien entsprechend reidentifizieren. Gleichzeitig wird man auch sagen müssen, und das gilt auch konfessionsübergreifend bezogen auf alle Kirchen, es waren einzelne Verantwortliche, Gruppierungen von Verantwortlichen, die ganz klar Strategien ausgedacht haben, um sexualisierte Gewalt zu vertuschen. Wer den öffentlich zugänglichen Freiburger Bericht sich anschaut, wird das entsprechend beobachten können. Wie weit Kenntnisse in Ordinariaten, Kirchenleitungsbehörden und so weiter da waren, sowohl über die Taten als solche, als auch über die entsprechenden Vertuschungspraktiken der Verantwortlichen, ist eine interessante Frage. Mein subjektiver Eindruck ist, dass deutlich mehr Personen es gewusst haben und verschwiegen haben, als bekannt ist. Aber das sind Aufarbeitungsprozesse, die extrem schwierig zu führen sind. In den Freiburger Empfehlungen steht ausdrücklich drin, dass man einen internen Aufarbeitungsprozess hier in der Diözese starten möchte, bezogen auf die letzten Jahrzehnte mit den derzeit Verantwortlichen und mit denen, die in der Vergangenheit Verantwortung getragen haben. Und zwar, um die historische Verantwortung bezogen auf die Betroffenen zu übernehmen und um weitere Missbrauchstaten möglichst zu verhindern. Ob das geschieht, ist eine andere Frage. Ich kann das aber bundesweit eigentlich nur empfehlen, denn ansonsten bekommt man keine Ehrlichkeit in das System hinein. Warum aber hat man eigentlich vertuscht? Und das ist spezifisch vermutlich bezogen auf die Kirchen, da müssen wir nachher mal drüber nachdenken, ob das auch gilt bezogen auf andere soziale Systeme. Wer vertuscht, hat ja ein Gut, das vermeintlich schützenswert ist. Für den katholischen Bereich lässt sich das relativ gut beschreiben. Geschützt werden sollte das Amtsverständnis. Und damit mussten die Personen, Männer, geweihte Männer, die ein bestimmtes Amt verkörperten und jedenfalls der Theologie nach, oder soll ich sagen, der Ideologie nach, ich weiß das nicht so genau, von ganz oben, von Gott selbst ausgewählt worden waren, gedeckt werden. Denn ein System hält es nicht aus, wenn man Personen mit so einem Amtscharisma ausstattet und dann wird bekannt, dass diese Personen missbräuchlich tätig geworden sind. Deshalb kann ich an der Stelle nur empfehlen, ich sage aber dazu, das wird nicht passieren, grundsätzlich über das katholische Amtsverständnis nachzudenken.
Bezogen auf den evangelischen Raum ist es etwas komplizierter zu beschreiben, was wurde da eigentlich geschützt? Man hat ja nicht dieses Amtverständnis. Wurde möglicherweise die Familienidylle geschützt, die das protestantische Pfarrhaus verkörperte? Könnte das sein? Es kann ja nicht sein, dass der Pfarrer verheiratet, 2, 3 Kinder, sexuell übergriffig wird, bezogen auf Kinder und Minderjährige. Und wie reagiert jetzt eigentlich das gesamte Umfeld? Da gibt es keine Studien zu, aber ich neige sehr dazu, in diese Richtung mal denken zu wollen, ob das möglicherweise der Fall gewesen sein könnte. Bevor ich zu meinem ganz kurzen, ein Punkt noch, dramatisch ist, dass in allen diesen Vertuschungsvorgängen, strategisch angelegten Vertuschungskomplexen, eine Gruppe keine Rolle spielte. Und das waren die Betroffenen. Die spielten einfach überhaupt keine Rolle. Sondern es ging immer darum, bestimmte Vorstellungen zu schützen, das Amt, die Struktur, das Kirchenverständnis und so weiter und so fort. Aber die Betroffenen spielten schlicht keine Rolle. Ob das möglicherweise auch bezogen auf andere soziale Systeme gilt, Sportvereine, Therapiekonstellationen, ist eine interessante Frage. Nach meinem Kenntnisstand beginnen die Forschungen da erst, weil die natürlich noch viel, viel komplizierter entsprechend strukturell zu verankern sind. Wo stehen wir? Die letzten ganz kurzen Bemerkungen bezogen auf die Kirchen, beziehungsweise das gilt eigentlich nur für die katholische Kirche, wenn ich richtig informiert bin. Die Aufarbeitungsprozesse gehen voran, leider bundesweit uneinheitlich, wird man sagen müssen. Das hat unterschiedliche Faktoren, über die wir vielleicht noch reden werden. Wir werden in den nächsten Jahren immer und immer wieder mit Einzelstudien aus Bistümern konfrontiert werden, die aber keine, mutmaßlich jedenfalls, keine völlig neuen Ergebnisse bringen. Ob eine bundesweite Dunkelfeldstudie nochmals gemacht werden sollte, ist eine offene Frage. Die ist hochkomplex, sehr teuer. Die Frage ist, was für einen Erkenntnisgewinn die bringt. Bezogen auf die katholische Kirche kann ich sagen, das ist zumindest in Freiburg auch entsprechend evaluiert, die Präventionsmaßnahmen sind strukturell inzwischen so implementiert, dass ich die sogar als vorbildlich bezeichnen würde. Der evangelische Bereich hinkt da deutlich nach, das hängt mit der Verdrängung zusammen, dass man auch da Missbrauch hat, aber da würde ich sagen, das beziehe ich jetzt mal nur auf Freiburg, seit 2018, 19 spätestens die Maßnahmen so intensiviert worden, dass ich die tatsächlich für vorbildlich erachten würde und die greifen auch. Insgesamt gilt für die Kirchen, da bin ich dann etwas skeptischer, ob die Kirchen insgesamt lernfähig sind, wird abzuwarten bleiben. Das beziehe ich nur auf den katholischen Bereich, ob sich die Ausbildungskonzepte tatsächlich verändern. Die Rekrutierung von Personen, die dann geweiht werden sollen, ob missbrauchsbegünstigende theologische Denkfiguren tatsächlich aufgeräumt werden, da bin ich deutlich skeptischer. Wenn ich es auch abschließend an einem Beispiel deutlich machen darf, dieses Beispiel erzeugt immer wieder Irritationen, aber das sitzt tief im System drin. Was sind Kinder eigentlich, theologisch betrachtet, in der konventionellen Dogmatik? Kinder sind Sünder. Ja klar, das realisieren wir nicht, aber sozusagen in der klassischen, von mir natürlich abgelehnten Theologie, kommen innerhalb des Systems Kinder als mit der Sünde Adams befleckt in den Blick. Und das war missbrauchsbegünstigend. Und ob an dieser Stelle tatsächlich die entsprechenden Aufräumarbeiten, theologischen Aufräumarbeiten stattfinden, ob die Kirchen, und das beziehe ich nur auf Deutschland, überhaupt die Kraft dazu haben, da bin ich extrem skeptisch. Aber eigentlich müsste an der Stelle tatsächlich mal nachgedacht werden, was da eigentlich genau gewesen ist. Zusammenfassung, wenn ich auf die letzten 24, 25 Jahre schaue, der Prozess war mühsam, er ist mühsam in Gang gekommen, zu behaupten, dass Theologen, das waren Männer, damit meine ich mich, nicht aufmerksam gemacht hätten für das gravierende Problem von sexualisierter Gewalt in den Kirchen, ist schlicht und einfach falsch.
Der Kirchenrechtler Norbert Lüdecker arbeitet seit Ende der 90er Jahre dran. Die Prozesse sind inzwischen weit vorangeschritten. Sie sind aber immer noch nicht am Anfang, aber längst noch nicht am Ende. Damit meine ich nicht nur die quantitative Frage, wie viele Menschen sind missbraucht worden, haben ganz schwierige Biografien erleben müssen, sondern vor allem die qualitative Aufarbeitung. Was ist da eigentlich passiert? Was war missbrauchsbegünstigend? Wie ist man mit den Betroffenen umgegangen? Da ist noch immer viel zu tun. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Abend, lieber Herr Stried, vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Kreuzer, liebe Frau Klaus. Ich begrüße auch meine Kollegin aus dem Landtag, Gabi Rolland, die heute Abend hier ist und will Ihnen vielleicht in wenigen Minuten ein paar Einblicke geben, was denn die Politik denn nun damit macht, wenn das nun alles so ist, wie wir das jetzt gerade gehört haben. Ich wurde 2017 zum Beauftragten für Kirchenreligionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion gewählt. Und dann schwappen so diese Themen an einen heran. Ich bin ja nicht in den Bundestag gekommen, um mich diesem Thema zu widmen als Experte, sondern hatte meine Fachgebiete. Gut. Dann sind diese ganzen Gutachten veröffentlicht worden, alle unterschiedlich, wie es gerade genannt worden ist. Die hatte man noch gar nicht gelesen, aber morgens schon die Frage von der Presse, was man dazu sagen soll. Okay. Dann gab es den Chor der Empörung. Ein Tag, zwei Tage und dann ebbte das wieder ab, weil die nächsten Nachrichten natürlich wieder da waren. Und ich habe das so anderthalb Jahre mitgemacht und war dann natürlich unzufrieden damit, denke so, wo ist denn die politische Verantwortung da drin? Und kann Ihnen schon sagen, ja, sie ist wahrgenommen worden in bestimmter Form. Es war nicht nach 2002, ein Datum, das eben gefallen ist, sondern das hat mindestens gebraucht bis zu den Enthüllungen rund um das Berliner Canisius-Kolleg. Aber dann gab es einen runden Tisch, dann gab es Ergebnisse und dann sind diese Institutionen geschaffen worden, von denen eine hier heute Abend anwesend ist, Frau Klaus als dritte Bundesbeauftragte nach Frau Bergmann und Herrn Röhrig, eine Aufarbeitungskommission, ein Betroffenenrat, auch jetzt ein nationaler Rat mit lauter Expertise, die sich um dieses Thema kümmern. Und was Politiker immer sehr gerne machen, vor allem aus dem Bereich, aus dem ich komme, nämlich im Innenbereich, wir haben sofort immer das Strafrecht verschärft. Und das bringt gar nichts. Ja? Also wenn Sie jetzt die Tagesschau anschalten, werden Sie ständig irgendeinen Innenpolitiker finden, der wieder vorschlägt, was man wieder alles verschärfen muss. Aber solange die Strafwahrscheinlichkeit nicht da ist, also ist ja die Abschreckung von diesen Vorgaben gar nicht gegeben. Das heißt, da machen sich Politiker und Politiker manchmal etwas einfach, wenn man da schnell irgendwas gesetzlich ändert und sagt, wir haben doch was gemacht. Aber was bewirkt das wirklich in der Realität? Und vor allem, und das ist meine Hauptfrage, was macht es mit den Fällen, die gar nicht mehr strafrechtlich zu fassen sind, weil sie so viele Jahre zurückliegen? Und damit sind wir bei dem, was auf der Tafel heute steht, nämlich die Aufarbeitungsprozesse. Ja, ich habe nach meiner eigenen Motivation gesucht und das eine, was mich umtreibt, sind die Betroffenen, die, wenn man sie spricht, einem vermitteln, dass sie in den Institutionen, soweit es überhaupt Institutionen betrifft, das Gefühl haben, sie laufen wieder in dem Kontext, in dem die Taten passiert sind, wieder gegen eine Wand, sind wieder nicht wirklich handlungsfähig und ausgeliefert. Passiert da was? Was passiert da? Was sind die zeitlichen Abläufe? Ich bin aber auch Christ, deswegen hat der Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD ja heute Abend auch mit eingeladen. Das macht mich unzufrieden, wenn ich sehe, wie die Kirchen teilweise, man kann es fast sagen, sich einen Prozess der Selbstzerstörung begeben, so wie sie dieses Thema erstmal angefasst haben. Das kann uns auch politisch, finde ich, nicht egal sein. Das ist der dritte Punkt, wenn Institutionen, die eigentlich Menschen Halt geben, die noch Vertrauen genießen in unserem Land, wenn die erodieren. Wem glaubt man denn noch? Also uns Politikern sowieso nicht. Das war aber noch nie arg viel besser. So, dann die Professoren, glaube ich, auch nicht mehr so, wie das früher mal war. Wir hatten es im Vorgespräch. Ärzte vielleicht, ja, aber nur, weil man glauben will, dass die einem helfen. Ja, also in Wahrheit
hat das auch abgenommen. So, also irgendwann sind Menschen nur noch auf sich selbst zurückgeworfen und dann kann man sich anschauen, wie die Zahlen der psychischen Erkrankungen und des Burnouts und so weiter sind. Und dann merkt man, das ist nicht gesund. Ja, also wir dürfen nicht zusehen, wenn gesellschaftlich Vertrauen erodiert. Wir müssen was tun. Und wir in der Politik sind halt auch direkt gefragt, weil es gibt ja Aufsicht. Und was hat die eigentlich gemacht die ganzen Jahre? Und dann erkennen wir, wenn das Kind nach Hause kommt und andeutet, da ist was passiert, aber die Zeit ist so, dass man dann noch eine Ohrfeige kriegt nach dem Motto, hältst du die Klappe? So was sagt man doch nicht. Dann sind staatliche Institutionen und am Ende die Politik genauso drin. Ja, dann wird natürlich nicht nachgeschaut. Und so war eben die Zeit in Anführungszeichen lange. Also haben wir auch politisch, gesellschaftlich vieles versäumt über Jahrzehnte. Was machen wir jetzt damit? Und dann kam die Frage, es ist genannt worden, das Beispiel USA, das Beispiel Irland, vielleicht auch noch Australien. Dort gab es eine staatliche Aufarbeitung oder eine Royal Commission mit einer wirklichen Generalbundesanwältin. Also auch mit den richtigen Befugnissen, jemand, der durchgreifen konnte, der sich die Akten nehmen konnte. Und dann gab es Berichte über das, was passiert ist, Zahlen, soweit es überhaupt noch geht, staatlich in die Hand genommen. Und die Forderung an mich, meine Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus Kreisen der Betroffenen war, macht doch bitte sowas in Deutschland auch. So, das habe ich mir angehört und dann habe ich drüber nachgedacht und festgestellt, woher soll ich das nehmen? Das ist nicht unsere Rechtstradition. Wie kann ich einer Kommission mehr Rechte geben, als ich das schaffe, tatsächlich den Staatsanwälten und den Staatsanwaltschaften zu geben in der Aufklärung und Aufarbeitung? Und dann habe ich was gemacht, was man im Politikunterricht irgendwann lernt, unter dem Stichwort Pfadabhängigkeit. Es ist mal irgendwas begonnen worden und man muss schauen, ob man nicht auf diesem Weg weitergehen kann, um zu schauen, sind da noch Verbesserungen möglich. Und das ist das, was wir jetzt nochmal intensiver versuchen. Wir waren auch in der Gefahr in der Politik, glaube ich, über lange Jahre zu sagen, ja, das sind ja die Kirchen. Und dann, wenn ich dran denke, wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger behandelt worden ist, als sie das dann mal ausgesprochen hat nach 2010, nach dem Motto, ja, da müsste aber ja mal was passieren. Das hat dann Herr Zollitsch damals als Vorsitzender der Konferenz als ein Übergriff gewertet, nach dem Motto, den Kirchen habe man da nicht reinzureden. Es ist noch nicht so lange her. Ja, und tatsächlich steht ja im Grundgesetz, die Kirchen verwalten ihre Sachen in eigenem Recht, mach so, wie sie das für richtig halten. Aber sie sind halt auch kein Staat im Staat. Und das steht auch drin, im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Also als Tatort ist die Kirche, so wie ein Sportverein und ein Wohnheim, einer wie jeder andere auch, und hat da kein eigenes Recht zu beanspruchen. Aber das sage ich heute, 2024, und ich glaube, das ist ein Weg gewesen, sich dahin zu begeben. Wie willst du denn die Kirchen zu irgendwas verpflichten? Ja, so diese Frage habe ich mir schon angehört, 2017 folgende. Und der erste Schritt war deswegen auch noch gar nichts zu verpflichten, sondern zu sagen, wir schauen mal genauer hin und wir laden den Deutschen Bundestag ein. Das haben wir dann zweimal gemacht, Vertreter beider Kirchen, Vertreter der Betroffenen, Vertreter aller Fraktionen, der demokratischen und danach versucht abzuleiten, was der Handlungsbedarf ist. Und das hat schon dazu geführt, dass jetzt zu Beginn dieser Wahlperiode 2021 von allen Beteiligten ein gewisses Vorwissen endlich da war und schnell ein Koalitionsvertrag geschlossen werden konnte, der schon ein Meilenstein, wir wissen noch nicht, ob wir das alles umgesetzt bekommen, aber als Koalitionsvertrag ist es ein Meilenstein in der Bearbeitung dieser Frage oder in der Frage, wie Kinder in diesem Land besser geschützt werden können. Und ich möchte Ihnen ein paar Einblicke geben. Und Frau Klaus ist ja da als die Beauftragte, die da jeden Tag dafür arbeitet. Ich denke, wir werden einen großen Schritt in dieser Wahlperiode noch vorankommen, indem wir die Ämter, die da sind, besser absichern, gesetzlich fassen, den Auftrag klären,
und unter anderem eine Berichtspflicht einführen. Das ist für mich die Haltelinie sozusagen der Verbesserung, die erreichbar ist, weil ich schon denke, ja, wenn man droht, sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden, eine Bundestagsdebatte über sich ergehen zu müssen, wo dann Defizite der eigenen Aufarbeitung gezeigt werden, dann hat das eine Auswirkung auf die Institutionen. Und die Institutionen sind ja auch nicht einfach nur die Institutionen, sondern in den Institutionen sind Menschen, die wollen was bewegen. Und denen hilft so eine Vorgabe, dass es eine Berichtspflicht gibt, weil sie dann denjenigen, die nicht so viel bewegen wollen, in den Institutionen Beine machen können. Das wird nicht wenig Auswirkungen haben. Das ist nicht schlecht. Aber wir haben gehört, die Aufarbeitung findet so statt, wie das die Institutionen selber entscheiden. Es gibt ein paar wenige Vereinbarungen, die getroffen worden sind. Und selbst alleine in der katholischen Kirche laufen die Aufarbeitungsprozesse sehr, sehr unterschiedlich ab. Und das haben wir auch immer kritisiert, wenn ein Gutachten nach dem anderen kam. Und dann bin ich gefragt worden irgendwann, zu Recht, wenn Sie das kritisieren, Sie sind aber doch in der Politik, was machen Sie denn dann damit? Und so bin ich schon zu dem Entschluss gekommen, auch aufzuschreiben, dass wir als Politik stärker die Vorgaben machen müssen. Wenn ich keine Royal Commission habe, niemanden, der da wirklich durchgreifen kann, und auch noch denke, die Institutionen müssen da selber durch, weil dann findet möglicherweise doch Lernen statt, dann kann ich es aber nicht in ihr Belieben stellen, wie sie das machen, sondern dann muss ich sagen, wie das stattzufinden hat. Und ich muss auch denen Beine machen, die sagen, nee, bei uns findet das aber ja gar nicht statt. Ja, oder es sind nur 50 Fälle, die gibt es ja heute auch noch. Ja, und wenn dann auf der anderen Seite aber die Berichte von Betroffenen dagegen stehen, wie löse ich das auf? Nur indem ich jemandem das Recht gebe, zu sagen, nein, das lassen wir so nicht stehen. Wir haben ein Initiativrecht und wir wollen, dass aufgearbeitet wird. Solche Rechte, die auch Verpflichtungen auf der gegenüberliegenden Seite nach sich ziehen, die wären eigentlich gesetzlich zu fassen. Und damit ein Recht auf Aufarbeitung zu schaffen, dem eine Verpflichtung von Organisationen gegenübersteht, soweit es in Institutionen stattgefunden hat. Aber die meisten Fälle finden gar nicht in Kirchen statt oder im kirchlichen Umfeld. Wir haben 50 Fälle etwa pro Tag, das sagt die polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist keine besonders erhellende Statistik und es ist eben nur das, was im Hellfeld angezeigt wird. Und ohne das, was im Internet stattfindet, das heißt, es ist sehr, sehr viel mehr im Nahraum. Und je mehr wir das zuschneiden und sagen, das sind irgendwelche bösen Leute in bestimmten Organisationen, umso mehr stehen wir uns aus der Verantwortung zu sagen, dass wir im Land eine Kultur des Hinsehens brauchen, weil es eben überall stattfinden kann und das überwiegend im sozialen Nahraum von Kindern, von Menschen, die schon kennen, passiert, in den Familien, in den Vereinen, in Bildungseinrichtungen. Das ist eigentlich die Zielrichtung. So, und da müssen wir besser hinschauen. Und weil hier steht, was lernen wir, versteige ich mich auch zu der Aussage, so quälend die Aufarbeitungsprozesse in den Kirchen sind, es ist beschrieben worden, frage ich, wie soll es denn besser laufen, wenn jahrzehntelang Elend passiert? Ist es denn dann realistisch zu denken, innerhalb von 1, 2, 3 Jahren in gutem Einvernehmen mit allen Betroffenen kann man da dann einen Strich drunter ziehen? Nee, ist, glaube ich, nicht realistisch. Also es ist ein quälender Prozess und es ist wichtig, dass der stattfindet. Und er ist immer noch ein Beispiel für andere Organisationen, die gerade erst angefangen haben. Wir haben jetzt im Bereich vom Sport ein Center for Safe Sport in Arbeit. So, es geht erst los in anderen Bereichen, dass wir näher hinschauen. Und es muss ja am Ende die kleinen Vereine vor Ort auch erreichen, mit welchen Ressourcen und mit welchen Vorgaben wollen die denn eigentlich tätig werden. Und die können sich auch nicht alle nach Berlin wenden. Da bräuchten wir in Baden-Württemberg und in Mainz und in Hannover und überall bräuchten wir Strukturen, die vergleichbar dem sind, was auf Bundesebene längst entsteht, damit das gut bearbeitet werden kann. Am Ende des Tages werden wir nicht heilen können, was in der Vergangenheit passiert ist. Und als Historiker habe ich andere Aufarbeitungen vor Augen. Wir haben eine Geschichte, die ist reich an Dingen, die aufarbeitet werden müssen. Und immer wieder passiert es, dass das unzureichend passiert, dass Menschen, ja, manchmal Generationen erst übersprungen werden müssen, bis Menschen den Mut fassen, genau hinzuschauen,
wenn man nicht mehr die Sorge haben muss, dass es im eigenen Umfeld, das betrifft die eigene Familie, die eigene Organisation. So. Ich hoffe, wir werden es in diesem Bereich ein bisschen besser hinbekommen als in anderen Bereichen, in denen wir das nicht besonders gut geschafft haben. Aber umso wichtiger, wenn man schon anerkennt, dass es viel passiert und wir haben das nicht besonders gut gemacht, ist für mich ein Zeichen, das auch ein Zeichen der Befriedung und der Heilung sein kann, damit diese Wunde, und wir haben eben auch andere Wunden im Land, nicht einfach nur offen bleibt. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir ein Zeichen setzen können, das dafür steht, für Anerkennung dessen, was passiert ist, ein Zeichen der Wahrnehmung an die Betroffenen, ein spätes Zeichen. Ein Zeichen aber auch, das nach vorne weist. Und für mich wäre das eine Stiftung für die Betroffenen, für die Opfer sexualisierter Gewalt, die wir so ausstatten können, dass dort auch ganz viel von dem angesiedelt werden kann, was heute noch fehlt. Rechtsansprüche wirklich auf Therapien, die dann auch finanziert werden. Entschädigungszahlungen, die sicherlich in dem Bereich der Kirchen unbefriedigend geregelt sind, aber in anderen Bereichen ja noch fast überhaupt nicht. Und nicht jeder hat die Kraft, Dinge vor Gericht durchzufechten, obwohl das wichtig für die Gesellschaft wäre. Aber man hat nur die Kraft, die man hat, kann das Menschen nicht auferlegen. Trotzdem sind Fragen von Anerkennungsleistungen, Entschädigungen da. Es ist auch eine Frage von Forschung. Wer vergibt denn die ganzen Aufträge? Was passiert denn mit der Prävention? Ist das eines dieser bürokratischen Dinge, dass jetzt in jedem Verein die Ordner gefüllt werden mit Führungszeugnissen und das ist alles schön abgeheftet und irgendjemand kontrolliert, sobald die wieder ablaufen, dass die wieder neu angefordert werden müssen? Ja, vielleicht hilft das auch irgendwas. Aber was? Das müssen wir doch wissen, ob die Anstrengungen, die wir im Bereich der Prävention unternehmen, wirklich auf der Strecke helfen, im Bereich des Missbrauchs oder der sexualisierten Gewalt besser zu werden, dass es weniger wird, dass wir es nicht ganz stoppen und vermeiden können, aber dass wir wenigstens uns auf den Weg begeben haben, besser zu werden als Gesellschaft. So, und da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Ich wünsche mir eine starke Institution, die an der Seite der Betroffenen ist, die so ein solches Zeichen der Anerkennung sein kann, die aber auch konkrete Hilfen für Menschen bereithält. Und am Ende wünsche ich mir, dass wir sie starten können in einer Gedenkstunde im Deutschen Bundestag, bei der auch die Betroffenen einmal das Wort haben, dass nicht immer nur wir über sie reden, sondern dass sie selber sagen können, was sie erlebt haben und uns das mitgeben, was sie uns anlässlich einer solchen Gedenkstunde auch mitgeben wollen. Dafür werbe ich auch bei den anderen Fraktionen und damit, glaube ich, ist umrissen, was politisch getan werden könnte. Politik ist aber immer ein mühsames Geschäft, das möglich zu machen, was jetzt gerade erreichbar ist. Nochmal, da werden wir Dinge erreichen. Ich bin froh, wenn wir Frau Klaus in ihrer Tätigkeit stärken können. Und warum ich froh bin, dass wir sie stärken können, das werden Sie gleich erfahren, wenn Sie jetzt Ihren Vortrag hören. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Eine Sekunde. So. So ist das mit den ganzen technischen Geräten. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, heute hier zu sein. Danke Herrn Professor Streeth für die Einführung, Herrn Castellucci und Herrn Kreuzer. Die Orte, die Herr Castellucci gerade angesprochen hat, die sind für mich schon ein Zeichen dessen, was erreicht wurde und was nicht erreicht wurde. Und wenn wir uns anschauen, wie wir aufgestellt sind mit Orten der Erinnerung bezogen auf sexuelle Gewalt, die in den letzten Jahrzehnten auch das Aufwachsen von jungen Menschen geprägt haben. Wir gehen davon aus, nach Schätzungen der WHO, dass in Deutschland aktuell generationsübergreifend um die 9 Millionen Menschen leben, die in ihrer Kindheit und Jugend strafrechtlich relevante sexuelle Gewalt erlebt haben. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, bin ich irgendwo mal vorbeigekommen, wo irgendwas daran erinnert hat oder darauf hingewiesen hat oder gezeigt hat, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen können müssen,
dann stellen wir fest, diese Orte gibt es nicht. Ich werde jetzt am 18.11., das ist der Europäische Tag gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, ein Mahnmal an der Odenwaldschule, die es ja nicht mehr gibt, mit einweihen. Und es ist der erste Ort, wo es gelungen ist, dass Politik, in dem Fall die Landespolitik Hessen, Betroffenenvereine, ein Landkreis miteinander in einem extrem mühsamen Prozess, den ich irgendwie eine bestimmte Strecke hin mit moderiert habe, damit er nicht auseinandergebrochen ist, sich verständigt haben, dass es dieses Symbol braucht, dass es sichtbar sein muss, dass es dort auf dem Gelände der Odenwaldschule sein muss, wo aber mittlerweile ein privater Investor ist, also das gar kein üblicher Ort ist. Das heißt, ja, diese Orte braucht es. Warum braucht es die, damit Schulausflüge dahin stattfinden können? Damit das Thema besprochen wird, dort, wo Kinder und Jugendliche aufwachsen, in einer Art und Weise, dass sie da etwas mitnehmen können und auch selbst gestärkt werden in dem, was sie tun. Das heißt, wenn wir von Orten sprechen, dann sprechen wir automatisch davon, dass Sprechräume geschaffen werden. Sprechräume, die wir gesellschaftlich brauchen. Und die politische Arbeit, an der Herr Castellucci in der Tat, und ich beobachte die Entwicklungen jetzt auch schon lang, auch wenn ich erst seit 2022 im Amt bin, wirklich maßgeblichen Anteil hatte, dass diese Debatte immer wieder und konsequent geführt wird. Ein Beispiel dafür, dass es tatsächlich etwas ändert, ist zum Beispiel, dass mein Amt seit 2 Jahren eine Kampagne bundesweit führt. Sie können, wenn Sie wollen, im Nachgang nachschauen, nichtwegschieben.de. Das ist genau dieser Hinweis, wir müssen über dieses Thema sprechen und wir alle brauchen Handlungskompetenz, nicht nur Politik, nicht nur Vereine, nicht nur Kirchen, sondern wir als Gesellschaft, weil auch in unserer Nachbarschaft ein Kind sein kann, das gerade sexuelle Gewalt erlebt. Und wir haben eine kleine Aktion im Deutschen Bundestag gehabt, wo einfach nur dieses nicht, ich schiebe meine Verantwortung nicht weg in diesem Themenfeld, Abgeordnete kommen konnten, ein Foto machen konnten und auf ihren Social-Media-Kanälen posten konnten. Und ich glaube nicht, dass es vor einigen Jahren möglich gewesen wäre, dass immerhin 77 Abgeordnete kommen und sagen, ich stehe für dieses Thema. Weil für dieses Thema zu stehen, war lang durchaus schwer und es hat auch etwas zu tun mit der Opferstigmatisierung von Betroffenen. Der Opferstigmatisierung, dass wir schrittweise uns anfangen vorzustellen, was für ein Leid es ist, wir aber nicht in einer Perspektive der Anerkennung sind für die vielen Biografien, die Betroffene gegangen sind, von denen wir gar nicht wissen, dass sie diese Biografie haben, weil darüber nicht gut gesprochen werden kann. Und insofern sind die Meilensteine, die jetzt so zwischendrin so ein bisschen angeklungen haben, und ich möchte darauf auch gleich kommen, wirklich auch relevant, weil ein politisches Mandat für das, was ich heute bin, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, ein Amt, das ressortübergreifend mit allen sprechen kann, weil es ja nicht nur ein Thema des Familienministeriums, des Innenministeriums, des Gesundheitsministeriums, des Justizministeriums ist, sondern noch viele andere Bereiche dazu berührt, weil Kinder vor Ort geschützt werden. Damit ist es ein Amt, das in die Bundesländer hineinwirkt, das in den Bereich der Schulen hineinwirkt. Dieses Amt ist maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir mittlerweile in 8 Bundesländern schulgesetzlich verankert haben, dass alle Schulen verpflichtend Schutzkonzepte haben müssen. Schutzkonzepte, die da sagen, hier ist Handlungskompetenz vor Ort. Vor Ort an dieser Schule, nicht nur, weil an dieser Schule sexuelle Gewalt passieren kann, sondern weil alle Kinder in die Schule gehen. Weil wenn diese Kompetenz in der Schule da ist, ich tatsächlich auch sagen kann, dann gibt es auch Sprechräume und dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, ein junger Mensch sich an eine Person seines Vertrauens wendet, weil das ein Ort ist, wo man dieses Thema ansprechen kann. Deswegen adressiert mein Amt immer wieder den Bereich der Schulen und der Länder, aber natürlich genauso die Innenministerien der Länder, weil auch die Ermittlungsarbeit vor Ort passiert. Und dann adressiert dieses Amt die Kommune, weil Kinder und Jugendliche werden vor Ort geschützt. Und ich frage mich, wo sind die Kommunen, die sagen, wir sind eine sichere Kommune gegen sexuelle Gewalt? Wir haben gelernt, alles in Anträge zu fassen, auch in Kommunen. Wir haben den Klimanotstand rauf und runter dekliniert und gesagt, wir können CO2 bemessen. Und weil wir es bemessen können für unsere Kommune, können wir sozusagen Anträge
entsprechend gestalten, dass wir dieses Thema operationalisieren als Kommune. Ich kann doch den Kinderschutz operationalisieren. Ich kann doch sagen, ich möchte, dass alle Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche in meiner Kommune aufhalten, gewisse Mindeststandards haben. Dazu brauche ich nicht immer den Bund, dazu brauche ich die Kommune. Und zeigen Sie mir diesen Ort oder diesen Landkreis, wo Sie eine vehemente Gegenrede dagegen bekämen. Und ich frage mich, warum sind wir da nicht? Warum haben wir nicht verstanden, dass wir das brauchen? Wenn also jetzt der Bundestag hoffentlich im ersten Quartal 25 ein Gesetz verabschieden wird, das mein Amt auf eine gesetzliche Grundlage stellt, dann ist es eine Stärkung für all die vielen Initiativen, die dieses Amt leistet, Debatten, die es anstößt, aber eben auch eine Verankerung von Strukturen, die mit dem Amt einhergehen. Und das sind zwei wesentliche Strukturen. Das eine wurde gerade schon genannt, die unabhängige Aufarbeitungskommission bei meinem Amt, ins Leben gerufen 2016 von meinem Amtsvorgänger. Eine ehrenamtliche Kommission, keine Royal Commission, keine Generalstaatsanwaltschaft, sondern 7 Personen, die ehrenamtlich mittlerweile über 2400 Personen angehört haben, mit ihren Geschichten, mit ihren Biografien, öffentliche Hearings veranstaltet haben. Und ohne diese öffentlichen Hearings wären wir auch im Bereich der Kirchen nicht da, wo wir heute sind, weil es einfach den Finger auf die Wunden gelegt hat und die systemischen Faktoren aufgezeigt hat und die beredte Stimme von Betroffenen hörbar und sichtbar gemacht hat. Wir wären im Bereich Sport nicht so weit. Es war das große Hearing bezogen auf den Sport und Fälle des Sportes 2020, die den Prozess Safe Sports Center, Herr Castellucci hat das gerade gesagt, möglich gemacht haben. Diese Aufarbeitungskommission bekommt auch eine gesetzliche Grundlage. Und eine gesetzliche Grundlage bekommt auch der Betroffenenrat bei meinem Amt, den es seit 2015 gibt und der sehr vielfältig fachlich Politik berät, mich in meinem Amt, aber da tatsächlich zunehmend in Gesetzgebungsverfahren, in, sei es der Untersuchungsausschuss in Lüchte, seien es Prozesse der Beurteilung für Reformen, zum Beispiel des Opferentschädigungsrechts, der Anerkennung, Ähnliches, diese Betroffenenperspektive mit einbezogen wird. Und das ist eminent wichtig, weil wenn wir von Betroffenen erfahren, was der Grund war, warum es damals A passieren konnte, B niemanden aufgefallen ist und C man auch so lange nicht sprechen konnte. Erst wenn das verstanden wird, werden wir anfangen, heute Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Also diese Frage, wir brauchen Aufarbeitung, wir brauchen Sichtbarkeit für das, was war, damit wir heute Kinder schützen. Diese 3 Strukturen werden in diesem Gesetz auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Und das schärfste Schwert in diesem Gesetz, das daran formuliert ist, ist für mich auch, Herr Castellucci hat das gerade genannt, eine Berichtspflicht. Eine Berichtspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag. Das heißt nicht, ich erkläre, was ich getan und nicht getan habe, sondern was da ist und was es braucht. Die Leerstellen, für mich insbesondere im Moment extrem, immer wieder der digitale Bereich, weil wir als Gesellschaft überhaupt nicht wissen, in welcher Welt Kinder und Jugendliche heute aufwachsen, weil wir keine soziale Kontrolle in diesem Bereich haben. Also das soziale Nahfeld, von dem gerade die Rede war, wo sich Macht und Abhängigkeitsverhältnisse sozusagen ergeben, die zu sexueller Gewalt führen können, die lassen sich ja digital gar nicht abbilden. Es gibt keine soziale Kontrolle. Ich kann niemanden auf die Finger schauen, der Kontakt zu meinem Kind im digitalen Raum aufbaut. Und wir haben in meinen Augen viel zu wenig Antworten darauf. Die Berichtspflicht besagt auch, dass die Aufarbeitungskommission einen eigenen Bericht zum Stand der Aufarbeitung geben wird und das ist dann relevant für die Kirchen, für den Sport, für die Schulen, für die Jugendhilfe, damit sichtbar wird, was sichtbar werden muss, aber natürlich auch für die Familien und das ist der größte und umfassendste Tatort und auch das wissen wir. Und er wird auch einen Raum geben für den Betroffenenrat, wo Betroffene sehr dezidiert sagen können, was es braucht, wie zum Beispiel die Orte der Anerkennung, der Sichtbarkeit, aber auch eine Haltung in einer Gesellschaft, wo eine Person benennen kann, dass sie sexuelle Gewalt erlebt hat und deswegen nicht in ihre professionellen Expertise herabgesetzt wird. Das ist viel zu häufig Realität. Fragen Sie mal
pädagogisches Personal, ob sie darüber sprechen, dass sie sexuelle Gewalt in der Kindheit erlebt haben, wenn es denn so ist. Im Zweifelsfall nein. Warum? Weil dann sehen sie Gespenster, wenn sie darauf hinweisen, dass ihnen hier an dieser Stelle etwas eigenartig vorkommt und sie gerne darüber sprechen wollen würden. Wir sind nicht gut, die Kompetenz von Lebenserfahrung in diesem Feld anzuerkennen. Wir gehen lieber schnell in die Opferstigmatisierung und wenn ich beim Opfer bin, dann bin ich mal kurz da und dann kann ich auch wieder weggehen und mich schützen, weil es ist nämlich verdammt anstrengend. Und wenn Sie mich nach den politischen Herausforderungen fragen, das Gesetz bietet Möglichkeiten, das Stichwort Dunkelfeld, Studie, viel gerade, auch da ist es eine Frage der Ressourcen. Und wir haben uns entschieden, aus dem Haushalt, aus den Mitteln, die meinem Amt zur Verfügung stehen und jetzt auch über das Gesetz dann zu verankern, eine Dunkelfeldstudie zu machen mit jungen Menschen. Befragungen zu machen in 9. Klassen in Schulen, weil die 9. Klasse die letzte Klasse ist, in der Kinder und Jugendliche noch in die Schule gehen. Also alle noch in die Schule gehen und sie zu befragen nach Gewalterfahrungen, Kindheit und Jugend, aber auch sexueller Gewalt, weil ich es für herausragend wichtig halte, aufzuzeigen, in welcher Welt Kinder und Jugendliche heute aufwachsen. Weil wir nah an die Generationen heute rankommen müssen. So wichtig die Aufarbeitung ist, und ich stehe voll und ganz hinter allen Ansätzen, die wir brauchen, bezogen auf Aufarbeitung von Taten in der Vergangenheit, aber wir müssen die Risikoräume hier und heute für das Aufwachsen in Deutschland identifizieren, damit Präventionsmaßnahmen greifen können, damit wir an dieser Stelle weiterkommen. Das heißt, auch das ist Teil des Gesetzes, weil es Teil der Berichtspflicht ist. Und wenn ich gleichzeitig bei all dem, was ich als positiv markiert habe, und ich glaube, es ist wirklich ein neues Plateau, das wir erreichen. Es ist in dieser Pfadabhängigkeit der folgerichtige, gute nächste Schritt. Dann muss ich gleichzeitig natürlich auch schon feststellen, was nicht erreicht wird, weil wir da noch nicht sind. Und das ist bezogen auf die Aufarbeitungskommission eine Ressourcenfrage. Es ist doch eine Frage des Mandats, also wenn ich denn Aufarbeitung sozusagen begleiten soll, wenn ich Betroffene anhören soll, wenn ich auch Prozesse, wie sie sozusagen in den Kirchen, im Sport angestrengt werden, in anderen Bereichen kommen werden zunehmend, wenn ich die auch sozusagen ein Stück weit monitoren soll, bezogen auf eine Qualität, wenn ich ansprechbar sein soll von Betroffenen für die Fälle, wo Aufarbeitung nicht funktioniert, wo gemauert wird, wo all diese systemische Abwehr weiterhin stattfindet, dann braucht eine solche Kommission Ressourcen, dann braucht sie ein klares Mandat und das ist in diesem Gesetz so klar nicht hinterlegt. Was hinterlegt ist im Gesetz, ist eine Stärkung von Betroffenen. Wenn wir keine Generalbundesanwaltschaft für Aufarbeitung leisten können, keine Royal Commission, dann ist die Frage, kann ich denn die Rechte von Betroffenen stärken in Prozessen der Aufarbeitung? Dazu muss ich erstmal verstehen, dass Aufarbeitung nicht nur das persönliche Klarkommen mit schwierigen Elementen der eigenen Biografie ist, sondern Aufarbeitung ist auch ein Recht, heute sichtbar zu machen, mit was man groß geworden ist. Ein Recht auf Klärung der eigenen Biografie, dazu gehören insbesondere Akteneinsichtsrechte. Dann bin ich wieder bei dem, wofür hat der Bund eine Kompetenz? Der Bund hat eine Kompetenz, Jugendamtsakten zu öffnen. Und das ist das, was in diesem Gesetz geleistet wird. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen in allen Kontexten und in allen Strukturen einen Zugang zu Akten für Betroffene, die ihre Biografie in diesem Sinne klären wollen, sehen wollen, wer hätte hinsehen können, wer hätte wissen können, wer hätte handeln können. Und eminent wichtig an der Stelle sind Schülerakten. Ich bin der festen Überzeugung, es muss in allen Bundesländern eine Debatte darüber geben, wie lange Schülerakten aufgehoben werden. Weil Schülerakten sprechen die beredste Sprache und das Opferentschädigungsrecht würde Betroffene besser stellen, also das staatliche Recht, um Opfer von Gewalttaten anzuerkennen und auch zu entschädigen, könnte man über Schülerakenbrüche in der Biografie zeigen. Das würde nämlich plausibel machen, dass die Taten, die ich nicht nachweisen kann, weil sie im sozialen Nahfeld passiert sind, dass es klare Hinweise dafür gibt, dass damals etwas passiert ist.
Ja, das heißt, wir müssen schauen, um welche Akten geht es denn. Jugendhilfe ist gut und wichtig. Das löst das Gesetz. Andere Zugänge zu Akten, sei es im Bereich der Kirche, sei es im Bereich der Schule. Wer weiß, welche Akten beim Sport sind oder nicht. Ne? Also Dokumentation ist einfach sehr unterschiedlich. Das sind für mich elementar wichtige Dinge. Und wenn das Gesetz aber sagt, wir wollen individuelle Aufarbeitung möglich machen, dann muss man gleichzeitig auch sagen, das Gegenüber im Gesetz fehlt. Es gibt nicht die institutionelle Verpflichtung. Das wäre der Rahmen, den es für Aufarbeitung bräuchte, dass ich sage, die eine Seite bekommt Rechte und die andere Seite wird verpflichtet. Das legt das Gesetz so nicht fest. Und wenn ich auf mein Amt schaue und wenn Sie jetzt ein bisschen so dieses sehr breite Bild vielleicht ein bisschen mitbekommen haben dessen, was meine Arbeit und meine Tätigkeit ist, dann muss ich auch sagen, wir sind in Deutschland tatsächlich Vorreiter mit einem politischen Mandat für diese Aufgabe, wie ich sie habe. Aber es ist ein sehr einsamer Job, weil es gibt kein Gegenüber in den Bundesländern. Das heißt, man kann nicht systematisch, strukturiert sozusagen für Rahmenbedingungen in den Ländern sorgen. Kircheninstitutionen haben kein klares, gutes Gegenüber, weswegen die Anfragen immer an mein Amt gehen und ich habe nicht die Ressourcen, um all diese Anfragen sachgerecht tatsächlich zu bedienen. Und es gibt auch kein Gegenüber bezogen auf die internationale Ebene und spätestens, wenn wir uns den digitalen Raum anschauen, dann ist vollkommen klar, dass nationale Grenzen da nicht wahnsinnig hilfreich alleine sind. Das heißt, es ist tatsächlich, und das stellt auch gerade die UN-Sonderberichterstatterin im Themenfeld fest, die gerade Deutschland besucht, die am Freitag einen ersten Bericht zur Lage in Deutschland abgeben wird. Und auch sie wird feststellen, dass es einmalig ist, was Deutschland aufgebaut hat seit 2010. Und trotzdem sage ich in der Pfadabhängigkeit, das muss weitergehen und es muss mehr passieren und es braucht uns alle. Und uns alle heißt auch genauso Sie alle hier in dem Raum, weil wenn Sie eine Ahnung haben davon, wie Sie das Thema ansprechen können mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkelkindern, im Sportverein, dort, wo Sie sich ehrenamtlich engagieren, dann sind wir ein Stück weiter. Und das ist das, damit möchte ich dann enden. Vielleicht schauen Sie mal auf unsere Internetpräsenz, vielleicht schauen Sie sich die Kampagne nichtwegschieben.de, kommen Sie über meine Homepage ganz automatisch hin. Da gibt es viele Broschüren, die Sie auch in großen Stückzahlen für da, wo Sie sich engagieren, an der Uni, wo auch immer bestellen können. Was ist eigentlich sexueller Missbrauch? Wie spreche ich darüber? Wie funktioniert eigentlich eine Aktionswoche, wenn ich eine Aktionswoche machen möchte, weil dieses Thema Sprechräume braucht? All das kann man da nachlesen und schauen. Und jetzt freue ich mich auf die Debatte. Wir haben gehört und erlebt, wie komplex das Feld ist, der Aufarbeitung des Missbrauchs, wie viele gesellschaftliche, politische Fragen eine Rolle spielen. Ich möchte jetzt versuchen, einige wenige Schneisen in diese Komplexität zu schlagen, in einem ersten Angang. Und dann haben Sie auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Frau Klaus, die erste Frage an Sie. Sie beobachten die Aufarbeitung in den beiden Kirchen, insbesondere auch in der katholischen Kirche, sehr intensiv. Sie bekommen diese Prozesse in den einzelnen Kommissionen der Diözesen mit. Was wären aus Ihrer Perspektive jetzt wichtige nächste Schritte, damit diese Aufarbeitung besser, effektiver, sachgerechter wird? Also die Kommissionen, die Sie angesprochen haben, das sind, hören Sie das? Ich muss das Mikro noch anmachen. Dann jetzt? Ja. Okay. Die Kommissionen, die Sie angesprochen haben, das sind die unabhängigen Kommissionen, die bei den Bistümern initiiert wurden über eine sogenannte gemeinsame Erklärung, die mein Amtsvorgänger mit der Deutschen Bischofskonferenz abgeschlossen hat. Und diese gemeinsame Erklärung soll Standards von Aufarbeitung, von unabhängiger Aufarbeitung ermöglichen und Strukturen dafür. Und ein Resultat sind diese Kommissionen, davon gibt es 23, weil es manche Bistümer gibt, die sich zusammengetan haben in einem Verbund. Die laufen jetzt in uns seit unterschiedlich langer Zeit, so seit 3 Jahren. Manche Bistümer hatten vorher schon ähnliche Konstrukte, die da übergegangen sind.
Und wenn ich darauf schaue, und wir hatten gerade eine große Veranstaltung in Frankfurt, wo alle Vorsitzenden, Betroffene, die zum Teil an diesen Kommissionen beteiligt sind, beziehungsweise aus Strukturen von Betroffenen, Beiräten, die da ebenfalls vor Ort gegründet wurden aufgrund dieser gemeinsamen Erklärung, dann ist das Auffälligste tatsächlich, dass es nicht gelungen ist, dass diese Kommissionen sich einen gleichen Arbeitsauftrag geben. Also die Krux der Unabhängigkeit ist und war, dass keiner sozusagen den Boden besonders gut beschrieben hat, um was es in diesen Kommissionen grundlegend gehen muss. Und vollkommen klar, dann gibt es Spezifika vor Ort, die immer unterschiedlich aussehen, die auch behandelt werden müssen. Das heißt, die größte Herausforderung wird sein, dass wir zu einer Vergleichbarkeit der Arbeit in den Kommissionen für, ich sag mal so, grundlegende Sachen sind. Und für mich ist ganz klar, um herauszubekommen, was das sein muss, was alle tun, alle Kommissionen, alle 23, ist der Gradmesser und muss der Gradmesser sein, die Betroffenen. Was brauchen die Betroffenen von diesen unabhängigen Kommissionen, bezogen auf Meldungen, bezogen auf Zugang zu Akten, bezogen auf Umgang mit Beschwerden, weil nicht gehandelt wurde, obwohl man schon vor Jahren angezeigt hat, bezogen auf Vorgänge vor Ort, vielleicht auch das bleierne Schweigen der Laien in den Gemeinden, wo Aufarbeitung verunmöglicht wird und. Diese gemeinsamen Standards, die sich an den Bedarfen Betroffener orientieren, das ist die größte Herausforderung im Moment. Vielen Dank. Ja. Dann die Frage an Herrn Stried, sozusagen aus der Binnenperspektive von Kirche. Sie haben ja aufgezeigt, dass nach Ihrer Sicht zwei wesentliche Faktoren missbrauchsbegünstigend waren, also Amt, also Amtsautorität und Charisma. Was ließe sich denn ändern? Das ist extrem schwer. Also bezogen auf die katholische Kirche kommt hinzu, dass wir über ein global aufgestelltes System reden, das erstens eine große Traditionsgläubigkeit hat und b, auch global in massive Turbulenzen geraten ist, was Reformwilligkeit eher behindert als verstärkt. Also zu glauben, sozusagen, man spürt das eigene Angefragtsein, man sieht sich in dynamischen Turbulenzen verstrickt und das führt jetzt in einen Reformwillen hinein, das ist ein Irrtum. Ich bin in der Tat der Ansicht, das Amtsverständnis ist das gravierendste Problem, weil über das Amtsverständnis die gesamten Strukturen geschützt werden. Und solange im katholischen Bereich, im evangelischen Bereich sieht das ja anders aus, die Vorstellung existiert, Christus selber habe das Amt eingesetzt, und zwar in dieser Ausgestaltung, wird man kaum Strukturveränderungen hinkriegen. Das ist, an der Stelle bin ich, ich will nicht sagen resigniert, aber doch sehr skeptisch, was da tatsächlich läuft. Und das Interessante ist, Herr Castellucci hatte vorhin sozusagen eingebracht, wie viel Autorität haben eigentlich noch Professoren und Professorinnen, also Theologieprofessorinnen haben im Kirchensystem, katholischen Kirchensystem in den letzten Jahrzehnten null Autorität gehabt. Forschungen sind einfach nicht rezipiert worden. Und ob sich das jetzt ändert, auch über die Erfahrung des Missbrauchsskandals, da bin ich sehr, sehr gespannt, wenn ich mir nur den deutschsprachigen Raum anschaue, bin ich skeptisch. Also wenn ich mir so die Szene zwischen, sagen wir mal, Limburg, Köln, ich hoffe, es ist klar, wen ich meine, anschaue, dann bin ich wenig hoffnungsfroh, dass das passiert. Und ich meine, das wird bezogen auf die Präventionsmaßnahmen ein großes Problem werden, weil faktisch die Kirchen immer anarchischer werden, was ich schlecht finde, aber es entwickeln sich immer mehr unkontrollierbare Strukturen, sodass sozusagen Präventionsstrukturen viel, viel schlechter greifen werden. Präventionsstrukturen funktionieren bezogen auf existierende Systeme, die auch kontrollierbar sind, die rechenschaftspflichtig sind und so weiter. Wenn die Kirchen weiter so in den Abwärtstrend hineingehen, wird es eher schwieriger werden, hier an der Stelle Korrekturen vorzunehmen, als wenn sie stabil bleiben. Das, was Herr Castellucci noch angesprochen hat, finde ich ganz wichtig. Wer ersetzt diese Institutionen eigentlich, wenn die sich intern so zugrunde richten? Das ist meine größte kulturelle Sorge. Jetzt hätte ich noch eine Anschlussfrage an Herrn Castellucci. Aus Sicht der Politik,
Die Politik kann nicht das Selbstverständnis der Kirchen oder jetzt das Amtsverständnis verändern. Das ist ja auch prinzipiell gut so, das ist sozusagen unsere Rechtsgrundlage. Aber was kann die Politik nun tun, wenn sie feststellt, da gibt es ein spezifisches Problem, etwa in der Institution Kirche, aber es können ja auch andere sein, was Missbrauch begünstigt. Welche konkreten oder welche strukturellen Maßnahmen sind überhaupt vorstellbar? Ja, ich zähle sehr stark auf Transparenz. Also vielleicht zwei Antworten. Das eine, ich spreche von einer nationalen Strategie gegen sexualisierte Gewalt. Das würde bedeuten, dass wir überlegen, was wir erreichen wollen und dann Schritte festlegen, wie wir da hinkommen. Aber als Basis bräuchten wir eine Ausgangslage. Wo stehen wir denn? Und das ist diese Dunkelfeldstudie, von der gerade gesprochen worden ist. So, und jetzt haben wir gehört, die Kirchen haben schon ganz viel Gutachten und so weiter. Die einen sind historisch, die anderen sind juristisch, die einen haben diesen Zeitraum, die anderen haben einen anderen Zeitraum und so weiter. Das wäre schon wichtig, wenn wir aus dem Bereich der Kirchen hier zu einem Baustein einer Dunkelfeldstudie kommen. Und dazu ist es zwingend, dass das eine gewisse Vergleichbarkeit erreicht. Ja, so. Jetzt im Moment, so wie sie angelegt sind, wird man da nicht hinkommen, aber diese Forderung steht im Raum. Am liebsten hätte ich irgendwann ein Buch, so, wir sind hier in der Universität, wo draufsteht, sexualisierte Gewalt in der Kirche 1945 bis 2020 oder irgendwas. Und wir ziehen halt mal Bilanz, wohl, dass wir wissen, es geht weiter, wir müssen weiter schauen und besser werden, aber dass man mal einmal was hat, was die Grundlage angeht. So, das müsste verwoben sein mit dem, was an Anstrengungen für eine Dunkelfeldstudie gesamtgesellschaftlich da ist. Und im Kern ist es eine Frage, kann ich eigentlich als Staat überhaupt jemanden wie den Kirchen Vorgaben machen, was die zu tun haben? So, da finde ich auch Juristen, die mir sagen, nein, interessiert mich aber nicht. Ja? So, also jedenfalls nicht lange, weil sondern frage ich mich, wie kann es gehen? Ich habe vorhin dargelegt, aus meiner Sicht müssen die Vorgaben zum Thema Aufarbeitung vorgegeben werden können. Und es braucht auch Zugriffsrechte, wenn jemand sich einer Aufarbeitung verweigert. Ja? Und da ist es ein sehr guter Zwischenschritt, der ziemlich sicher erreicht werden kann, wenn wir sagen, es gibt eine Berichtspflicht. Noch besser ist es, wenn es nicht nur einmal pro Wahlperiode geben wird, sondern vielleicht zweimal pro Wahlperiode. Gar nicht unbedingt, damit ihre wenigen Leute noch mehr arbeiten, sondern damit wir mehr arbeiten. Ja, weil es bedeutet ja schlicht, wenn das zweimal pro Wahlperiode kommt, dann haben die gleichen Leute, die in dieser Wahlperiode die Aufgabe haben, das zu lesen und daraus was zu machen, einen Lernfortschritt. Weil sie das nicht nur einmal und dann lernen sie sich ein, was soll das überhaupt? Und in der nächsten Wahlperiode hat das Thema dann wieder irgendjemand anders. Sondern man hat eine gewisse Kontinuität und damit auch ein bisschen Zugkraft drin. So, und das wird was bewegen. Aber was es eigentlich braucht, ist ein Schritt weiter staatliche Vorgaben. Es gibt einen Leitfaden dieser Aufarbeitungskommission. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber eine sehr gute Grundlage, um daraus einen verbindlichen Katalog zu machen, wie in Institutionen Aufarbeitung stattzufinden hat. Und in letzter Konsequenz, wenn es da nicht stattfindet, bräuchte es eben auch die Sanktionsrechte, dass auch dagegen vorgegangen werden kann und interveniert werden kann, wenn sich Institutionen überhaupt nicht bewegen oder zu langsam bewegen. Das ruft natürlich jetzt sofort die Nachfrage auf den Plan. Das sind ja jetzt Aussagen, es bräuchte. Wie realistisch ist das, dass wir da hinkommen? Ja, also wir haben jetzt ein Gesetz vorliegen. Nochmal, das wird ein Meilenstein sein in der Entwicklung, dass wir überhaupt diese Ämter sichern können und gesetzlich fassen, den Auftrag beschreiben. Das ist schon mal gut. Aber meine Erwartung ist, dass wir jetzt, wir haben das Jahr 2024, nächstes Jahr sind wieder Wahlen, dass ich jetzt eigentlich schon sehr viel rede, um die Leute nicht, den Leuten nicht das Gefühl zu geben, um mich herum, wir hätten das Thema jetzt damit erledigt mit dem Gesetz, was wir machen, sondern schon vorzubereiten, dass in den nächsten Regierungsprogrammen und im nächsten Koalitionsvertrag wieder die nächsten Schritte drinstehen. Es ist ein Geschäft, Jahr um Jahr zu versuchen, für mehr
zu werben und mehr Stringenz und mehr Verbindlichkeit ist, glaube ich, das, was dann noch übrig bleiben wird für die Zeit, die dann kommt. Frau Klaus, Sie wollten und dann Herr Stried nochmal und dann schauen wir schon mal. Was braucht es? Ich glaube, viel hat sich tatsächlich getan darüber, dass Betroffene Forderungen gestellt haben und dass diese Forderungen Kirche in Bedrängnis gebracht haben. Ja, das sind natürlich auch finanzielle Forderungen und von den 5.000 Euro, die ursprünglich damals standen, ist die katholische Kirche weit weg, die evangelische noch nicht so weit. Also da stehen bestimmte Dynamiken, gehe ich mal von aus, erst bevor. Wenn erkannt werden würde, dass Aufarbeitung, die verweigert wird, Betroffenen, ein Schaden ist, also das Verweigern von Aufarbeitung, der dann auch wieder zivilrechtlich beispielsweise geltend gemacht werden könnte. Also ich gehe nicht davon aus, dass alles die Politik lösen kann. Ich glaube, wir müssen sichtbar machen, wo der Schaden liegt. Und da werden wir am Ende auch immer wieder Gerichte brauchen, auch im Austarieren von Persönlichkeitsrechten und Datenschutz zu Rechten betroffener Personen. Also juristisch sind wir auf einem kompletten Neuland. Und Aufarbeitung ist nicht definiert, ein Recht auf Aufarbeitung, was das tatsächlich sozusagen als subjektives Recht der einzelnen Person darstellt. Das ist nicht geklärt und eine Unterstützung auch aus der Politik solche Prozesse zu begleiten und voranzukommen, halte ich für sehr relevant, relevanter als manches im Strafrecht, da kann ich Ihnen nur zustimmen, weil wir wissen, dass viel zu wenig Fälle angezeigt werden, viel zu wenig Fälle ausermittelt werden, noch heute. Es ist nicht nur die Verjährung, es ist tatsächlich auch einfach, weil es Aussage gegen Aussage Konstellationen sind, die sie strafrechtlich nicht verfolgt bekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass bei Aufarbeitung Maßstäbe anders gesetzt werden für die Frage der Plausibilität von Taten. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir müssen ein Verständnis gesellschaftlich, auch juristisch für den Schaden bekommen, den es auslöst, Aufarbeitung zu verweigern und auch dafür rechenschaftspflichtig zu machen. Herr Stried. Ja, ich glaube, dass die Politik im Moment tatsächlich eine historische Chance hat. Was ich persönlich über die Aufarbeitungsprozesse gelernt habe, ist, dass nach 1945 eigentlich bekannt eine massive Beißhemmung gegenüber den Kirchen hier in Deutschland bestanden hat. Und das hängt eben mit dem Zivilisationsbruch von 1933 bis 1945 zusammen. Die Alliierten brauchten Ansprechpartner, die angeblich moralisch integer waren. Und dann hat man die Kirchen gewählt, was aber den Rückkopplungseffekt hatte. Wenn da Dinge auffielen, durften sie nicht auffallen, weil halt die Kirchen das moralische Gerüst in der Bundesrepublik Deutschland zusammenzuhalten hatten. Und diese Beißhemmung gegenüber den Kirchen, die ist jetzt eigentlich weg, nachdem der Missbrauchsskandal aufgedeckt worden ist, sodass die staatliche Möglichkeit, über die Politik Vorgaben zu machen, heute ganz andere sind, als das noch in den Zeiten der 70er, 80er Jahre der Fall gewesen ist. Also ich selber kann mich noch gut daran erinnern, dass Bischöfe über ihre Pfarrer Wahlempfehlungen gemacht haben und die fielen nicht zugunsten der SPD aus. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass sich sozusagen historisch betrachtet die Situation grundsätzlich gewandelt hat und möglicherweise ist es tatsächlich möglich, staatlich vorgegeben durch die Politik. Das könnte so sein, ja. Ich befürchte schon, ja. Genau. Aber nochmals, die historische Chance ist da, die Kirchen sind skandalisiert und die Politik kann Vorgaben machen und das Ganze auch zugunsten der Kirchen. Man sollte diesen Faktor ja nicht unterschlagen. Wenn die Kirchen sich erneuern wollen, brauchen sie klare Vorgaben, auf deren Basis sie das können. So wird es nicht weitergehen. Da bin ich also hundertprozentig von überzeugt. Vielen Dank. Jetzt sollen Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Ich bitte um Handzeichen. Ich bitte auch gleichzeitig, ich habe es gesehen, ich bitte auch gleichzeitig darum, sich kurz zu fassen. Und wir werden vielleicht, wenn es Bedarf gibt, ein, zwei Fragen zusammenfassen, damit wir dann nochmal entsprechend hier reagieren können. Moment. Ich laufe jetzt mit einem Mikro zu Ihnen. Ist es an? Jetzt ist es an. Sie müssen nicht aufstehen, aber Sie dürfen. Ich glaube, der Ursprung der Nichtaufarbeitung beruht in dem
glauben, wenn mir das bekannt wird, was da gesagt wird, was eigentlich nicht sein kann und nicht sein darf, das schädigt die Mitglieder, das Vertrauen der Mitglieder in die Kirche. Aber wenn man weiß, dass über 10 Jahre, 20 Jahre der Missbrauchsskandal zum Austritt aus Kirchen führt, müsste es bei den Oberen ankommen, dass die fehlende rasche Aufarbeitung zu einem Ausschluss von vielen Mitgliedern ist. Dass ganze Kirchen geschlossen werden müssen. Das ist irgendwie eine Dummheit der Oberen und die sollten es langsam mal begreifen. Das verstehe ich als in erster Linie Statement, aber vielen Dank. Wir sammeln mal noch ein bisschen. Ich habe eine Frage zu der Unabhängigkeit der Kommissionen in den Diözesen. Das Stichwort Unabhängigkeit weckt ja den Eindruck, das sind Menschen, die nicht in irgendeiner Weise mit der Diözese verzahnt sind, sondern vielleicht als Kompetenten oder durch das Bundesamt vorgeschlagen werden. Das wäre zum Beispiel meine Idee. Nach allem, was ich weiß, sind es aber berufen durch den jeweiligen Bischof berufene Mitglieder. Und damit wird für mich so deutlich, wird da suggeriert, wir können innerhalb unseres Systems aufarbeiten. Und das ist doch eigentlich immer die Frage, kann ein System sich selber gesunden? Moment bitte, wir sammeln noch ein bisschen, sonst haben wir zu wenig Zeit. Mein Kollege Feuzig bringt der Frau Holland auch noch ins Mikro. Ach, Sie wollten noch gar nichts. Okay. Gibt es noch eine Frage im Raum? Ja, dann nehmen wir da hinten noch die mit. Mich würde noch die Frage interessieren, inwieweit denn die Trennung von Staat und Kirche da auch etwas beitragen kann. Der Professor Striet hat am Anfang auch von Macht gesprochen und Machtmissbrauch. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum ein Änderungsprozess innerhalb der Kirchen meiner Einschätzung nach auch sehr schwierig wird, weil sie einfach too big to fail sind. Deswegen würde mich die Frage interessieren, inwieweit denn da die Entflechtung von Staat und Kirche auch was beitragen kann. Jetzt haben wir durchaus zwei gewichtige Themen. Frau Klaus, Sie wollten schon ansetzen. Also einmal zu den unabhängigen Kommissionen. Diese gemeinsame Erklärung hat tatsächlich festgelegt, dass die Mehrzahl der Mitglieder benannt werden sollen von den Landesregierungen, in denen das jeweilige Bistum liegt. Und da sozusagen der Sachverstand von Kirche und an wen muss man sich eigentlich wenden und so weiter, in diesen Verhandlungen immer klar war, dass die DBK sehr stark einfordert, dass auch Kirchenvertreter drinnen sein sollten, musste sichergestellt sein, dass sie a. nicht in der Mehrzahl sein können, b. auch nicht den Vorsitz übernehmen können. Und weil Kirchenvertreter in die Kommissionen über diesen Prozess hineingekommen sind, gab es das Modell, das hieß, dass über zwei Plätze in den Kommissionen, zumeist sind das zwei, betroffenen Vertreter entscheiden dürfen. Dass es also Strukturen der betroffenen Beteiligung außerhalb der Kommissionen geben muss. Das war für die Bistümer vielfältig die größte Hürde, diese Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen und dass diese betroffenen Menschen benennen können. Ich habe immer versucht, ich war Teil dieser Verhandlungen von Anfang an, ich habe immer versucht, darauf hinzuweisen, dass Betroffene nicht Betroffene benennen müssen, sondern Personen mandatieren können, die in ihrem Interesse handeln. Das wollte tatsächlich auch die DBK in dem Prozess nicht unbedingt so verstehen und ich habe auch im Ergebnis gesehen, also als ich da mitverhandelt habe, war ich noch nicht unabhängige Beauftragte, dass das tatsächlich nicht passiert ist. Ich hätte das besser gefunden, weil allein in diesen systemischen Selbstbetroffener zu sein, vielleicht auch noch im Tatkontext einer Diözese, ist es extrem herausfordernd, ein solches Mandat zu übernehmen. Aber de facto sollte die Unabhängigkeit über diese Benennungen erfolgen. Leider ist das teilweise sehr unterschiedlich passiert. Ich weiß, dass es Bistümer gab, dass der Bischof zur Landesregierung gegangen und hat gesagt, ah, ich hätte gern die. Ja? Und es gab andere, dass es anders gelaufen. Es gab auch Bischöfe, die haben gesagt, ich hätte gerne A und B und C. Und das waren durchaus sehr gute Menschen. Ja? Also auch fachlich gut und auch unabhängig im Geist. Aber
es ist eben sehr unterschiedlich gelaufen. Und dieses too big to fail, nur ganz kurz von meiner Seite noch, die Verflechtungen von Staat und Kirche sind einerseits viel, weil der Kitt der Gesellschaft ist auch Kirche, der Kitt der Gesellschaft ist auch Politik, kommunal und dann halt hochgewachsen. Insofern natürlich gibt es Verflechtungen. Ich glaube, häufig ist gar nicht so klar, wo Verbindungen sind, die man nicht auf dem Schirm hat. Also Datenschutzrechte sind zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, die Kirchen haben ihr eigenes Datenschutzrecht. Betroffene, die im Kontext von Aufarbeitung ihrer Persönlichkeitsrechte verletzt sehen, sind tatsächlich gezwungen, erstmal im Rahmen des kirchlichen Datenschutzrechts gegen Kirche vorzugehen. Ich finde, da wäre es zum Beispiel so ein Punkt, wo Politik sagen könnte, also Aufarbeitung muss, müssen die Betroffenen die Freiheit haben nach der DGSVO, also staatliches Recht oder nach dem Kirchenrecht, aber können nicht zu Kirchenrecht verpflichtet werden. Das ist in meinen Augen zum Beispiel absurd. Der Herr Stretz, genau. Noch ein Satz, da das ja eine Frage auch mit Freiburger Hintergrund ist. Die Freiburger Kommission hat keinen einzigen Kirchenvertreter mehr zum Schluss in ihrer Kommission drin gehabt. Die waren alle komplett unabhängig. Das gilt auch für meine Person. Ich bin Landesbeamter und kein Kirchenangestellter. Also hier war die totale Unabhängigkeit da. Ich halte das auch für richtig. Ich finde es nicht gut, dass die Bischöfe überhaupt Mitspracherecht haben, bezogen auf die Auswahlpersonen. Aber so sind halt politische Verhandlungen. Ganz kurz noch nur eine Mini-Ergänzung. Ja, sie werden vom Bischof berufen, aber auf Vorschlag. Also das ist ein Unterschied. Das ist der Vollzug, weil dann Kirchengelder gezahlt werden, wie auch immer. Ich finde das nicht ideal, aber es heißt nicht, ich sage, wen ich da drin haben möchte. Herr Castellucci, die Frage noch too big to fail. Also sind die Kirchen zu einflussreich weiterhin in unserem Staatskirchengefüge oder Staatsgesellschaftsgefüge? Also mir wird das Thema schnell zu groß, ne? Weil ich habe dann sehr schnell so einen Riesentopf, da kommt dann die Kirchensteuer mit rein, die der Staat einzieht und dann soll man keine Krankenhäuser und keine Kindertagesstätten mehr finanzieren wegen dem Ganzen so. Bitte lasst die Sachen getrennt. Die Kirchen bewerben sich als quasi freier Träger, Dinge im Land zu bewegen, die sonst andere machen würden. Das so. Und in diesen Einrichtungen sollen sie Schutzkonzepte haben, so wie das die AWO oder ganz freie Träger auch haben sollten, um Kinder da gut aufwachsen zu lassen. Sie haben einen Mitgliedsbeitrag, das würden wir uns bei den Muslimen wünschen, dass sie den hätten. Dann würden da nicht mehr die Scheichs gefragt werden, ob bei uns Moscheen finanziert werden können. Und der Staat kriegt da sogar noch ein bisschen was obendrauf von den Kirchensteuermitteln, weil er sozusagen die Verwaltung über die Finanzämter macht. Also das ist für mich eigentlich eine gute Ordnung. Und ich werbe auch für unsere Religionsverfassung, so wie wir sie haben. Also wir kommen aus einer Zeit, da war der Kaiser der Chef von der Dianze. So, da wollen wir natürlich nicht wieder hin zurück. Und dann hatten wir auf der anderen Seite ein französisches Modell, wo Religion im Grunde verbannt ist, ja, also eine ganz strikte Trennung. Und das, was sozusagen dann erdacht worden ist, bei uns ist ein kooperatives, ein freundschaftliches Verhältnis und die Sphären sind getrennt, aber sie haben auch eine Zusammenarbeit. Und wir sind auch nicht antireligiös. Ja. Ich zeige das immer am Deutschen Bundestag, also im Reichstagsgebäude, gibt es einen Andachtsraum für alle Religionen. Mit einer kleinen Orgel drin und mit einem kleinen Altar drin und mit einem Gebetsteppich drin und so weiter. Und donnerstags und freitags läuten da dann die Glocken vom Band, vom Kölner Dom und dann kann man da hin oder kann es auch bleiben lassen. Aber das ist für mich, wir eröffnen Räume, in denen sich Religion entfalten kann. Wir fördern das sogar, indem wir diesen Raum bereitstellen. Und das finde ich gut, weil es gehört zum Menschsein dazu, religiös zu sein, oder auch nicht. Und aus diesem religiös Sein haben wir Beiträge für unser Zusammenleben, die wir ja staatlicherseits nicht herstellen könnten. Das ist dieses berühmte Wort von Böckenförde. Und damit sind wir doch eigentlich ganz gut gefahren. Und gleichzeitig klar sein, wenn es zu Verbrechen kommt, dass man dann sich nicht da so hinstellen kann. Ich habe vorhin das zitiert nach dem Motto, wir lassen uns jetzt hier mal nicht in die Karten schauen, sondern dass wir dann sagen, ganz freundschaftlich,
so geht's nicht. Ja, sondern dann gilt gleiches Recht für alle und dann fordern wir staatlicherseits auch ein. Also Klarheit in den Dingen, die hier heute Thema sind, aber ich würde nicht an dem ganz großen Rad drehen, weil da zertrümmern wir dann möglicherweise etwas, was wir dann gar nicht wissen, wie wir es anders wieder aufbauen sollen, ja, an Leistungen, die für unsere Gesellschaft erbracht werden. Ich würde eine Runde noch zulassen. Von der Zeit her sind wir schon weit. Genau, wir haben hinten eine Stimme. Die Dame mit dem grünen Pulli. Wenn ich es könnte, würde ich gerne einen Antrag stellen, dass man die Strukturen in den Schulen so schafft, wenn dort Schüler oder Schülerinnen etwas melden wollen, man kommt dort nicht weg. Also aus einem Verein oder in der Nachhilfe kann ich nur aus der Erfahrung in der Schule sagen, da können Schüler sagen, ich möchte da nicht mehr hin. Es braucht an der Schule dringend eine Struktur. Nicht erst, wenn es aufgedeckt wird, sondern so wie Sie es vorhin gesagt haben, wir müssen vorarbeiten. Also wenn ich einen Antrag stellen könnte, einen Weg in der Schule für Betroffene, Strukturen schaffen, wie sie rauskommen. Dann möchte ich eine Kritik üben an der Vorgehensweise der evangelischen Kirche. Ich bin selber Mitglied der evangelischen Kirche, auch Mitarbeiter der evangelischen Kirche. Was uns in Sicherheit gewogen hat, waren die Achtsamkeitskurse. Als die katholische Kirche aufflog, hat man gedacht, man kann alle Mitarbeiter zu Achtsamkeitskursen schicken und somit die Teilnehmer schützen. Ganz okay. Aber wenn jetzt etwas passiert, dann nimmt die evangelische Kirche sich das Recht raus, Menschen rauszunehmen aus ihrem Amt. Aber es passiert juristisch nichts weiter. Und da habe ich den Vorwurf, wie wir es in der katholischen Kirche auch hatten, dass die Priester einfach nur versetzt werden. Das passiert auch bei ehrenamtlichen Mitarbeitern, sie werden einfach nur aus ihrem Arbeitsumfeld genommen, aber juristisch hat die Kirche keine Machthabe. Und wenn jemand schon so weit gegangen ist, sich dort zu melden, dann noch damit zur Polizei zu gehen, das passiert manchmal nicht, es dauert dann wieder Jahre. Und das Letzte, wenn ich es richtig verstanden habe, gehört zu werden im Parlament, ist es wirklich so, dass es noch nicht eingerichtet ist? Dann würde es mich entsetzen. Jetzt frage ich noch einmal in die Runde, gibt es noch eine Wortmeldung hier vorne? Das wäre dann jetzt, genau, der Herr. Ich hätte sozusagen noch eine katholische Frage. Also das Amtsverständnis, das besteht ja noch und Charisma gibt es auch noch bei Priestern und die Sakristei gibt es auch noch. Also man kann ja davon ausgehen, Jugendgruppen gibt es auch, Freizeitern. Also im Prinzip ist ja dieses Tatumfeld nach wie vor existent. Und mich wird jetzt eher sozusagen aus präventiver Hinsicht interessieren, wie wird denn jetzt schon darauf geachtet oder vielleicht verhindert, dass solche Übergriffe stattfinden? Also jetzt nicht auf dieser politischen Ebene von ganz oben, sondern eher in dieser Ebene Kirchengemeinde. Ich meine, das ist ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja, vielleicht gibt es ja gar nicht mehr so viele Eltern, die ihre Kinder in die Obhut der Kirchengemeinden geben. Dankeschön. Und die Frau Holland hat jetzt die letzte Frage. Also ich fasse mal kurz zusammen. Das Thema Schule ist vielleicht ganz wichtig. Wer an Frau Klaus adressiert, das Thema Prävention an Herrn Stried. Frau Holland. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Stried. Sie haben ja vorhin gesagt, dass das kirchliche Umfeld schon auch eine gewisse Sensibilität hat für Missbrauchsfragen, Machtverhältnisse. Wie stark würden Sie sagen, dass Rituale, Liturgien auch eine starke Empfänglichkeit haben oder Empfänglichkeit ausstrahlen für Machtverhältnisse und Machtmissbrauch? Und zum Thema, ich glaube, Sie haben gesagt, Frau Klaus,
eine Gemeinde oder eine Stadt steht auf gegen sexuellen Missbrauch oder sexualisierte Gewalt. Ich fände das heute einen schönen Auftrag, den wir mitnehmen könnten. Und wenn Sie zur Schule noch was sagen, fände ich das auch einen guten Auftrag. Und was ich jetzt als Vereinsmeierin gut kenne, da ich viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, es ist halt schon auch gut, wenn ein Fördermittelgeber wie eine Stadt oder ein Landkreis, gerade für die Kinder- und Jugendarbeit, sagt, ihr kriegt aber nur das Geld, wenn ihr uns ein durchdachtes, umsetzbares Schutzkonzept vorlegt und das auch lebt. Das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil es auch dazu zwingt, sich Gedanken zu machen. Vielen Dank. Genau. Dann, genau, wir. Ich würde sagen, wir fangen mit Herrn Stried an, damit wir nicht innerkirchlich enden. Das ist eine gute Idee. Zunächst mal zu der Frage, ob sich da wirklich auf der Präventionsebene was geändert hat. Man muss natürlich sehen, dass die allermeisten Priester, die im Amt sind, ausgebildet worden sind, bevor der Missbrauchsskandal ausgebrochen ist. Das ist, also die Gefahr ist nicht einfach weg, das wird man nicht sagen können, aber die Gefahr wird derzeit eingedämmt dadurch, dass hoffentlich jedenfalls die Presse weiter hinschaut und das soziale Umfeld dafür sensibilisiert ist. Die grundsätzliche Notwendigkeit oder sozusagen der Grundsatz, der klar bleiben muss, lautet, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, es wird immer Missbrauch geben, weil es immer zumeist Männer sind, die missbräuchlich tätig werden. Eine Institution, die sagt, bei uns gibt es das nicht, ist missbrauchsbegünstigt. Also das muss klar sein. Im Moment finden Gespräche statt zwischen der GE-Kommission und der Bistumsleitung bezogen auf Ausbildungsstrukturen, Personalauswahl. Müssen wir mal abwarten. Aber nochmals, die Gefahr ist nie weg. Die wird man auch nie wegbekommen. Man wird sie nur eindämmen können dadurch, dass man entsprechend sensibilisiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Noch das Thema Liturgie. Ja, zur Liturgie, klar, das ist eine hochgradig spannende Frage, gerade im katholischen Bereich hierarchisiert die konkrete Liturgie, die Ritualpraktiken, die Gemeinde. Ne, da steht vorne der Priester, dann die Engelscharfer Messdiener, ich will das mal ein bisschen karikieren, ne? Das ist ja wirklich eine Barockinszenierung, die da bis heute stattfindet, die ja auch ganz schön ist. Daran kann man ein ästhetisches Wohlgefallen haben, wie Kant formulieren würde, der alte Protestant natürlich, ne? Aber es ist natürlich missbrauchsbegünstigend. Warum? Weil klar ist, ne, dass bestimmte Personen durch die Liturgie inszeniert werden. Und das Ganze findet immer noch in theologisch überhöhter Weise statt. Dafür zu sensibilisieren in den Gemeinden, möglicherweise auch abzubauen, halte ich für sinnvoll. Aber ich halte mal dagegen. Das kann ich aber nicht weiter konkretisieren, da in Freiburg ja exemplarisch aufgearbeitet worden ist. Ach, wie heißt jetzt nochmal das Stück von Dürrenmatt, diese Missbrauchsgeschichte? Also man darf sich nicht sozusagen vorstellen, dass Missbrauchstäter diese dunklen Männer sind, die ohnehin schon auffällig aussehen. Genauso gefährlich sind die charismatisch, die eben gerade sich nicht an liturgische Vorgaben halten, sondern, ach ja, so jugendlich gestimmt mit den Gruppen rummachen, aber ganz andere Interessen verfolgen. Also einseitig an der Stelle zu sagen, ne, das ist die strenge Hierarchie der Liturgie und so weiter, die missbrauchsbegünstigend ist, ne, stimmt einfach nicht, das gibt die Aktenlage nicht her. Es ist kein einheitliches Publikum. Und das macht es gerade so kompliziert, auch die Tätertypen zu unterscheiden. Und umgekehrt gilt natürlich auch das sagen die Studien, es gibt bestimmte vulnerable Gruppierungen von Kindern und Jugendlichen, die besonders empfänglich, was heißt nicht empfänglich, falsch formuliert, also die besonders gefährdet sind, missbraucht zu werden. Auch das muss man dazu sagen. So, ich gehe gerade mal dazwischen, dann kriegt Frau Klaus das Schlusswort. Weil ich jetzt nochmal eine Lanze für diese Priesterinnen und Priesterinnen leider noch nicht, aber Priester, aber Pfarrerinnen und Pfarrer und Priester doch irgendwie brechen will.
Wissen Sie, was ich auch nicht möchte, ist, dass die nicht mehr mit den Ministranten irgendwie ins Zeltlager fahren, weil schon so irgendwie so eine Misstrauenskultur da ist. Das zerstört ja auch alles, ne? Wenn man nicht mehr, wenn man unsicher wird, wenn man nicht mehr weiß, was kann ich jetzt machen, wenn irgendwie komisch geredet wird. Und so, und jetzt sage ich, was die Lösung oder ein Baustein der Lösung wäre. Ich war in diesem Jahr bei den Badischen Meisterschaften der DLRG, also der Schwimmmenschen, super Verein, in Sinsheim. Und ich war keine 3 Minuten, und ich habe blöderweise den Flyer brav nach Berlin getragen, um ihn dort dann da irgendwo zu zeigen, und heute deswegen nicht hier. Lagen überall eben Flyer aus, und es gab, wie es halt heute heißt, Awareness-Personen, an die man sich wenden kann. Hallo, wenn irgendwas dir komisch vorkommt, wenn du was siehst, wenn du was erlebst, Hilfetelefon, Ansprechpartnerin, Ansprechpartner. Und es war nicht verschämt, sondern es war selbstverständlich. Das war ein Zelt mitten auf dem ganzen Feld. Da war auch immer irgendjemand. Die Leute sind auch kompetent. Die sind ausgebildet darin, auch in dem entsprechenden Alter. Wie gehe ich damit um? Was ist dann der nächste Schritt? Und ich glaube, wenn das der Weg ist, auf dem wir uns begeben, dass das raus aus diesem Verschämten, aus der Tabuzone kommt. Und wir alle wissen, wir müssen irgendwie ein Stück weit damit leben, dass es das eben gibt, so wie sie es gerade beschrieben hat. Aber wir können auch alle etwas beitragen, dass es so wenig wie möglich stattfindet und erfolgreich sein kann. Dann, glaube ich, gewinnen wir den Kampf gegen diese sexualisierte Gewalt. Frau Klaus, Sie haben das Schluss. Okay, ich versuche jetzt die verschiedenen Baustellen, die ich im Kopf habe, zu benennen. Das eine ist, Prävention lässt sich operationalisieren. Das verschafft keinen hundertprozentigen Schutz. Aber schauen Sie sich hier um, hier ist der Fluchtweg angezeigt, Brandschutz ist genauso operationalisiert. Sexualisierte Gewalt ist eine Gefahr für Kinder und Jugendliche, und insofern geht es um die Frage der Gefahrenabwehr. Und Gefahrenabwehr erreiche ich, indem ich handlungskompetent bin, indem ich klare Abfolgen definiert habe, indem Leitung für den Prozess steht. Ja, wenn das von unten rauf Menschen fordern, das wird sich nie durchsetzen, indem zum Beispiel über Verhaltenskodizes, in die übrigens alle einbezogen sind, nicht nur die Hauptamtlichen, sondern genauso ehrenamtliche Eltern, Kinder und so weiter, indem Dinge angesprochen werden können und sich dann übrigens auch ändern, indem ganz wichtig Rehabilitierungsregeln festgelegt werden, weil wenn ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt sage, dann zerstöre ich jemanden in seinem beruflichen, ehrenamtlichen Setting, dann werde ich den Mund halten. Wenn wir aber klare Prozesse haben, wie wir klären, was vorgefallen ist, wie wir eine Situation gegebenenfalls da, wo das möglich ist, befrieden oder eben Konsequenzen ziehen oder eben auch sagen, das ist jetzt aus allen Ecken und Winkeln angeschaut worden, dass ist okay und da war keine Grenzverletzung, keine Überschreitung, dann muss das auch möglich sein. Wenn wir Rehabilitation da nicht mitdenken, dann funktioniert es auch nicht. Und wir müssen unsere Erwachsenenhaltung kontrollieren, weil Erwachsene gehen in den Schulterschluss mit Erwachsenen. Der erste Reflex ist, wenn mir das vorgeworfen würde, und der erste Reflex ist nicht, und wenn es stimmt, was heißt das für das Kind? Hier müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, weil das haben wir in jedem Arbeitssetting, in jeder Kultur, Verein, Schule, Kirche, egal wo. Das zweite bezogen auf die evangelische Kirche. Ein Beispiel, ich bin gefragt worden, ob ich es schwierig fand, dass beim letzten Kirchentag nur ein Hauptpodium zum Thema Missbrauch war. Und ich habe gesagt, wir müssen nicht Hauptpodien oder sonst irgendetwas zählen. Ich frage mich, warum in diesem ganzen, früher war es ein dicker Katalog beim Evangelischen Kirchentag, jetzt ist es eine App, nichts darüber steht, wo ich mich hinwenden kann. Keine Awareness für, wie viele Menschen kommen zum, ich weiß nicht, wie vielen Mal auf einem Kirchentag und haben vor x Jahren sexuelle Gewalt auf diesem Kirchentag erlebt. Wo sind die Ansprechräume dafür? Wo sind die Konzepte für junge Menschen schlafen in Turnhallen, dieses oder jenes? Also wo sind die Präventions- und die Schutzbereiche? Wo sind die Meldestellen, all diese Dinge? Wenn das da ist, dann bin ich zufrieden. Die Zahl der Hauptpodien ist mir im Verhältnis egal. Die Frage der disziplinarrechtlichen Verantwortung, auch in der evangelischen Kirche, übrigens sehr ähnlich zum Bereich der Schule. Schule und die evangelische Kirche haben ein sehr ähnliches Disziplinarrecht. Und das Problem ist nicht das Disziplinarrecht, sondern das Problem ist,
dass die Anwendung von Disziplinarrecht, was kann ich ahnden, welche Beweismaßstäbe habe ich und, dass die nicht klar sind. Also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, bezogen auf Schule, hat jetzt die Ministerin festgelegt, dass in die Schulungen bezogen auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt im schulischen Kontext die Schulaufsichtsbehörde einbezogen werden muss, weil die gar nicht wussten, wie sie mit den gemeldeten Fällen stringent umgehen. In Rheinland-Pfalz sind das 3 Schulaufsichtsbezirke ganz unterschiedlich. Und insofern, Schule ist eine Baustelle, die in meinen Augen, aus meiner Perspektive, noch gar nicht begonnen hat. Das heißt, wenn heute Schülerinnen, Ex-Schülerinnen kommen und sagen, ich habe das erlebt und das war übrigens die Lehrkraft XY oder die I-Kraft, die auch an der Schule war oder ich weiß nicht wer, dann gibt es da keine Kultur. Und wir haben überhaupt noch nichts in dem Bereich, wie gehen wir mit Meldungen um. Und die Schülerinnen und Schüler, die an Schule sexuelle Gewalt erlebt haben, das sind die, die nicht zu Klassenfeiern kommen. Die sind nicht beim 10-, nicht beim 20- und nicht beim 30-Jährigen, weil sie da nämlich nicht mehr hingehen können. Wie öffnen wir denn die Räume, damit das möglich ist? Und ein Schuldirektor heute oder eine Schuldirektorin fühlt sich nicht in einer Verantwortung für etwas, was vor 20 Jahren an dieser staatlichen Schule passiert ist. Hier brauchen wir sowas wie früher die Geschichtswettbewerbe des Bundespräsidenten nach dem Motto, meine Schule und ihre Geschichte, und wir sammeln Geschichten von Personen. Ich hätte gerne, dass Schulen sozusagen, wir sind eine Schule gegen sexuelle Gewalt, und das heißt dann übrigens auch, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler sich melden können und damit kompetent umgegangen wird. Das sind diese Sprechräume, die wir an dieser Stelle brauchen. Und das Letzte vielleicht nochmal zur evangelischen Kirche, weil dieses Brimborium in Anführungsstrichen, ne, was Sie beschrieben haben, das Karge betont die Person, die da vorne steht. Und das ist der Pfarrer oder auch die Pfarrerin. Und das, was die evangelische Kirche vielfältig ausmacht, ist die Deutungshoheit und die Macht des Wortes. Und die Macht des Wortes hat der Mensch, der da vorne steht. Und das ist eine wahnsinnige Macht. Und das ist keine, die sie sozusagen über Hierarchie gut abbilden können, die aber in Gemeinden natürlich genauso wirkt, wie sie auf junge Menschen wirkt. Und auch darüber muss gesprochen werden, wie gehen wir damit um, dass wir diese Macht des Wortes eigentlich erteilt haben, Teil einer religiösen Kultur ist und gleichzeitig darüber eben genau dieses Machtungleichgewicht und dieses kann ich überhaupt jemanden kritisieren haben. Und das Letzte noch, die Frage der Anzeigepflicht und der Meldepflicht. Wenn ich Kirchenvorstände im Ehrenamt habe und die keine Meldepflicht haben, gegenüber auch innerkirchlichen Strukturen, dann kommen sie sehr schnell in Bereiche, wo es sein kann, dass nach 5 Jahren ein Vertrag nicht verlängert wird. Aus Gründen, dann muss ich gar nicht versetzen, weil dann bewirbt sich diese Person bei einer anderen Kirchengemeinde. Und diese Dinge müssen wir sichtbar machen und diese Kulturen müssen wir sichtbar machen, weil erst wenn diese Kulturen sichtbar werden, werden wir dazu kommen zu sagen, so, und wie gehen wir jetzt damit um? Und ich habe, das war jetzt das letzte Wort, weil es ein anderer Bereich auch nochmal ist, Schulen. Mir klingelt sehr in den Ohren oder mir klingt immer noch nach eine Aussage einer Kultusministerin vor einigen Jahren jetzt schon, die sagt, ja, ich bin an bestimmten Stellen auch ratlos und so viele Museumspädagogen kann ich gar nicht beschäftigen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie viele Ausflüge haben meine Kinder in Museen gemacht, weil jemand besser nicht mehr im Schuldienst arbeitet, sondern woanders. Wohin versetze ich, in die Schulaufsicht oder in den Bereich der Museumspädagogik? Wir müssen für diese Themenfelder Antworten finden, auch im Disziplinarrecht, sei es die evangelische Kirche, sei es im staatlichen Bereich, im Bereich staatlicher Schulen. Ja, und das sind sehr viele, sehr unterschiedliche Aufträge, weswegen ich der festen Überzeugung bin, wir brauchen Landesmissbrauchsbeauftragte. Und das können nicht Kinderschutzbeauftragte leisten, weil diese ganzen Dimensionen der Historie und das daraus Lernen nicht offenbar wird und weil sexualisierte Gewalt eine sehr spezifische ist, die sich eben von anderen Gewaltformen unterscheidet. Und das bringt uns in eine andere Verantwortung und in eine andere Notwendigkeit, Kompetenz aufzubauen in all den verschiedenen Feldern, die wir jetzt angesprochen haben. Kirche ist davon ein Feld, aber es ist beileibe nicht das einzige.